Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker. Was wird mit mir passieren? Ich habe keine Ahnung, Ashley. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Ja, verstehe. Ich habe keine Ahnung, was hier noch mit uns passieren wird in diesem Mod. Der Hüttenkampf hat mich gerade ganz schön kaputt gemacht, aber hey, letztendlich war es eigentlich easy. Stell dir vor, mein Controller wäre nicht mittendrin kaputt gegangen. Dann hätten wir es umso leichter geschafft. Es ist eh alles chillig. Also ich glaube nicht, dass wir auf irgendwie... Aber ja, ich freue mich schon auf die Passagen, die noch vor uns stehen. Ich bin gespannt, was das Spiel sich noch ausgedacht hat für uns. Ich bin gespannt, ob die Verfolgungsjagdsequenz, die kurze, ne, ob die schwieriger geworden ist. Und ja, grundsätzlich, was noch so alles auf uns zukommt. Aber ich freue mich. Der Hüttenkampf, ne, von vorgestern aus eurer Sicht wahrscheinlich, der sitzt mir noch in den Knochen. Aber ich bin mehr neugierig und freue mich mehr. Hä? Ach so, für die Red 9. Die Jahre sind wohl nicht spurlos, am besten Dank. Die Red 9 habe ich schon verkauft. So, die Angriffskraft von all unseren Waffen ist schon auf Maximum. Okay, dann können wir uns jetzt mal um so Kleinigkeiten kümmern. Machen wir mal die TMP-Magazingröße, weil dann kann die ordentlich reinhauen. Und vielleicht, nee, ehrlich gesagt brauche ich die Feuerrate nicht. Vielleicht die Nachladegeschwindigkeit tatsächlich noch von der Pumpgun, weil das kann im Kampf schon manchmal brenzlig sein. Come back anytime. Okay, gut. Dann speichern wir mal. Auch wenn ich natürlich gerade erst angefangen habe vor einer Minute, aber ist ja wurscht, los geht's. Okay, Leon, Ashley, wir gehen jetzt in den Canyon. Doch. Hilft nix. Der wird eventuell noch mal krass. Gucken wir mal. Wir haben Gesellschaft. Folge mir. Aber leise. Verstanden? Okay. Ich versuch's. Ich weiß nicht, ob irgendwas... Ich meine, wir können wahrscheinlich ein, zwei Gegner Stealth killen, ne? Das macht das Originalspiel schon echt gut. Im Endeffekt haben diese Sniper-Kills und Stealth-Kills, die man vor jedem Arena-Kampf machen darf, wirklich nur einen minimalen Einfluss auf den Kampf. Weil ob jetzt da irgendwie zwei Ganados mehr am Anfang mit dabei sind oder weniger, es ist eigentlich wurscht. Aber es fühlt sich trotzdem gut an, wenn man am Anfang so ein bisschen die Möglichkeit hat und die Kontrolle hat, dass man... eben sich den Kampf ein bisschen erleichtert, bevor er dann losgeht. Das ist irgendwie eigentlich schon cool gemacht. Aha, das war's schon. Let's go. Nee. Na wunderbar. What the fuck denn? What the fuck ist denn jetzt schon wieder los? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die werfen einfach von da oben. Die haben die Armbrustschützinnen, die echt nicht so schlimm sind, gegen Molotow-Cocktailwerferinnen ausgetauscht. Das alleine macht die Arena schon ungefähr 500% problematischer. Okay, ich darf nicht lang rumblödeln. Wir müssen da die möglichst schnell ausschalten. Weil vor dem bin ich nirgends sicher. Und eben, wie wir gesehen haben, ne, die sind nicht nur... Feuer ist sowieso unser schlimmster Feind. Aber... Wo kamen die denn alle her? Aber Feuer in Verbindung mit Ashley ist ganz gefährlich. Weil das tötet sie tatsächlich auch einfach schnell. Ja, ich schaff's nicht mehr. Ich kann Ashley nicht retten. Die haben mich hier in der Todeskombo. Mit dem Feuer keine Chance. Feuer ist das Schlimmste. Das war knapp. Eventuell wäre das Tor das Ende gewesen. Aber wisst ihr was? Jetzt nutzen wir das Tor. Ach, Ashley, was ist denn schon wieder los?
Ja, genau. Wir hatten gerade so eine gute Ausgangssituation, Ashley. Muss das jetzt sein wieder? Ashley ist wirklich so ein großes Problem jetzt in dem Mod. Ja, scheiße, scheiß Ashley. Oh, Ashley. Mist. Ashley ist wirklich jetzt problematisch hier. War der Kick jetzt noch notwendig, du Arsch? Nicht schlecht, ne? War der Kick jetzt noch notwendig hier? Ich komme ja schon. Hey, arbeiten die eigentlich echt im Ernsthaft zusammen? Deckt der eine den anderen eigentlich absichtlich? Was zur Hölle? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich habe das alles hier noch nie erlebt. Wir sind Game Over. Oh mein Gott, ich verabscheue diese Ashley in diesem Mod so. Ihr seht schon, ich bin doch getriggert wirklich vom Hüttenkampf. Oh, ich bin gerade so wütend. Wütend auf das Spiel. Wütend auf Ashley. Hä? Wo hattest du denn das letzte Mal gespeichert? Ach, sag bloß. Ach, das ist ja interessant. Das speichert anscheinend einfach jedes Mal, wenn man durch die Tür geht. Das ist jetzt gut für uns, ehrlich gesagt. Weil jetzt können wir eventuell Ashley ein bisschen aus der Scheiße raushalten. Gut. Danke, Ashley. Oh, shit. Ah, Ashley liegt schon wieder am Boden. Shit. Ja, da guckt er, ne? Ah, ich wusste es. Komm. Echt jetzt? Ja, aber wirklich. Okay, cool. Hey, dass das jetzt nochmal gespeichert hat, während wir durch die Tür gegangen sind, war gerade der größte Glücksfall überhaupt von dem versehentlichen Save. Das hat uns jetzt hier sehr massiv geholfen. Okay, ist sicher. Zu mir. Oh Gott, Ashley-Passagen werden noch schlimm in dem Mod. Oh mein Gott. Okay, cool. Naja, hätten wir das auch geschafft. Wenn auch ein bisschen weird und so, aber scheiß drauf. Hauptsache, wir sind irgendwie durch. Ah ja, okay, ganz durch sind wir noch nicht. Oh, ich höre Dynamit, schön. Oder? Ja. Im Gegensatz zu Feuer mag ich Dynamit eigentlich ganz gerne. Es gibt so ein paar Situationen, da läuft man blöd in Dynamitstangen rein und dann hat man ein Problem. Aber meistens ist es eigentlich sogar vom Vorteil, wenn man in einer großen Gruppe, ne, einen Dynamitwerfer mit drin hat. Weil den kann man zu seinem mächtigsten Verbündeten machen. Gratis Granaten. Ach, da oben. Okay. Wo denn noch? Ah, da vorne. Okay. Ashley versucht es aber auch, ne? So nervig wie möglich zu sein. Ah, jetzt hat sich von denen da oben, glaube ich, irgendjemand verwandelt. Jetzt haben wir die ganze Zeit beim Erkunden Monster-Sounds und wissen nicht, woher genau. Aber okay. Sie können uns nichts tun, auch wenn wir sie hören. Alles gut, Leon. Cool bleiben.
Die 888% da oben haben auch gerade komisch ausgesehen. Das war so ein kleines Schälchen irgendwie. Okay. Oh, ich laufe in eine Sprengfalle. Kann ich noch bremsen? Ja, das war knapp. Die hätte ich sowas von nicht erwartet hier noch. Oh, warte mal. Wir haben da hinten Schrotflintenmunition liegen lassen. Das geht ja mal gar nicht, Leon. Das geht ja mal gar nicht. Schrotflintenmunition nehmen wir schon mit. Den kleinen Schatz, der da irgendwo noch sein soll, auch. Auch wenn es bestimmt nur wieder was nutzt. Oh, oh, okay. Naja, gut, den Schatz nehmen wir doch nicht mit. Ich habe es mir anders überlegt. Ich habe mich umentschieden. Stattdessen speichere ich hier nochmal. Dann gehen wir weiter. Eieiei. Okay, let's go. Das Dorf neigt sich dem Ende. Oh mein Gott, der Mendes-Bosskampf. Ich habe jetzt schon Angst davor, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. Weil immerhin ist Ashley nicht dabei. Wir haben aktuell ein kleines Heilungsproblem. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass wir Lebensenergie wieder zusammenkriegen. Na, jetzt sind so die optionalen Heilungsquellen wie Fischen und Eier sammeln und sowas sind jetzt erstmal vorbei. Jetzt habe ich wirklich nur noch das, was Gegner droppen und Fässer. Wir müssen da jetzt ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. So. Guckt mal, habt ihr das gerade gesehen? Moment mal. Oh, ein Kelch. Aber guckt mal. Vasen aus dem Schloss. Was? Meine Schutzweste. Was war das gerade? Oh Gott, Spiel. Warum? Warum sind das Sprengstoffvasen? Ach du Scheiße. Okay, bevor wir in die Bella Sister Arena gehen, die eigentlich schon krass ist, gehen wir jetzt lieber doch noch wirklich nochmal zurück zum Händler. Und ich repariere unsere Schutzweste nochmal und verkaufe den Schatz, den wir gefunden haben. Apropos, haben wir eventuell... Nee, ich finde einfach... Aber hier, den können wir bestücken. Immerhin mit dreimal grün. Okay, gut, los geht's. Meine Güte. Der macht einen schon fertig. So. Händler, ich komme nochmal zum vierten Mal jetzt in Folge. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich? Guck mal, ich habe hier so einen Kelch der Buße. Im Grab. Hä? Ach so, das war der Kelch der Buße, den ich da gefunden habe, sonst eh nichts. Dafür lasse ich einiges springen. Weiterhin viel Glück, Fremder. Dankeschön. Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Tut mir weh. Tut mir weh, dass ich die Spinelli jetzt gerade ausgegeben habe, weil ich, weißt du, keine Ahnung, im Schloss kommt dann am Ende der ultimative Spinell-Bonus, den man kaufen kann und ich habe die Spinelli nicht dafür, aber oh, ganz ohne Heilung aus dem Haus gehen, da hatte ich jetzt ein bisschen Angst, muss ich sagen, wenn wir in die Bella Sister Arena kommen. Da wird schon ein bisschen grünes Kraut rumstehen, aber das könnte ein krasser Kampf wieder werden. Die Molotow-Werfer da oben jetzt haben mich vorsichtig gemacht. Das Spiel denkt sich schon auch gemeine Situationen aus. Nicht nur interessante, coole Gegnerkombinationen, sondern auch wirklich gemeine Passagen. Und da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein.
Deswegen lieber Weste reparieren. Und auf geht's. Ich höre die jetzt schon. Ich glaube, die geben einem auch die Armbrust absichtlich jetzt hier nicht, weil man mit der Armbrust sehr viel cheesen kann, ne? Richtig ruhig hier. Ja, genau. Die Bella Sisters und auch Mendes kann man mit der Armbrust, wenn man will und wenn man weiß, wie, ziemlich gut wegcheesen, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die in dem Mod deswegen erst sehr spät verfügbar ist. Oder vielleicht auch gar nicht, ne? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So, aber jetzt ist erstmal die Ruhe vor dem Sturm. Lass uns mal gemütlich die Party jetzt hier wahrscheinlich schon rumschleichen, wegschießen. Bin gespannt, ob die Bella Sisters hier auch erst kommen, wenn ich unten das Item aufhebe. Wo sind sie denn? Ich höre sie die ganze Zeit brabbeln, aber ich sehe sie nicht. Ja, wo denn? Hallo? Hallo? Leon, der wird eh gleich der Kopf platzen. Guck, sage ich ja. Die Würmer sehen einfach zu groß aus für die menschlichen Körper, ne? Das irgendwie müsste der Körper massiv Übergewicht kriegen, oder? Die Würmer haben sehr wenig Masse. Ich weiß nur, dass der gerade unglaublich was wegtankt. Was zur Hölle? Wirklich was zur Hölle, oder? Was für ein Tankwurm. Das ist der Nachfolger von Tank Girl. Tankwurm. So. Ashley, kannst du bitte da reingehen und nie wieder rauskommen? Was? Okay. Nie wieder rauskommen, bitte, okay? Nie wieder. Das wäre nett von dir. Das wäre wirklich nett. Okay, kleiner Schatz noch. So, dann würde ich sagen, geht's los. Ich glaube, ich habe die schwere Handgranate aus dem Hüttenkampf noch, oder? Jupp, habe ich hier. Ich habe ein Heilspray. Ich habe immerhin ein bisschen Heilkräuter noch gefunden, wenn auch nicht viel. Normale Granate, große Granate, wird schon gut gehen. Ist halt bei Kettensägengegnern natürlich immer gefährlich, weil jeder Angriff kann der letzte sein, den man abkriegt. Wie sieht es messertechnisch aus? Ich glaube, da habe ich ein paar kleine Messer. Zwei immerhin noch und ein voll repariertes großes Messer. Und auch sonst ist erstmal alles gut. Na dann, let's go. Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in. Of course. Of course kommt da einfach noch ein Dritter von hinten. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Und dann machen sie mir auch noch meinen Ausgang weg.
Ach du Scheiße, was war denn das? Okay. Hab's gewusst. Okay, hier sollte es aber tatsächlich nur einen Weg geben, oder? Dann können die mir zumindest nicht mehr in den Rücken fallen. Weil bei drei Kettensägen will ich gerade echt kein Risiko eingehen, was das angeht. Ja, ihr habt einfach alle Würmer im Kopf, oder? Sagt's doch einfach. Was zur Hölle? Ach so! Du auch noch! Ashley, was zur Hölle machst du hier? Waren die Explosionen und die sterbenden Schreie und alles, war das für dich das Zeichen rauszukommen oder wie soll ich das interpretieren? Entferne dich. Komm. Ich kann sie auch nicht mehr in den Schrank schicken. Was zur Hölle? Warum kann ich sie nicht mehr in den fucking Schrank schicken? Ashley, komm mit, ich höre die Kettensägen knattern. Ich hasse Ashley. In dem Mod wirklich ganz stark. Ich noch nie fand ich Ashley nervig. Auch nicht auf Profi oder so. In meinem S-Plus-Rang auf Profi, überhaupt kein Problem. Gut, okay, S-Plus-Rang Profi, muss man auch ehrlich sagen, heißt zu 90% einfach durchlaufen. Und da ist Ashley nur manchmal nervig. Okay, ich schätze, ich habe die zweite, wie sagt man so, die zweite Runde angelockt, keine Ahnung. Ach du Scheiße, okay, danke Hammerkerl. Oh mein Gott, Hammerkerl, du bist der Hammer. Ich hab geht aufs Haus gesagt, also komm. Ach du Scheiße. Ich häng an der fest, ich häng hier fest. Die Kettensäge getroffen, obviously. Warum ist da gerade irgendwas explodiert da drin? Oh Gott. Wo hat da gerade jemand irgendwie geschrien oder was? Irgendwo sind noch Gegner, aber ich glaube, sind alle Kettensägen tot? Kann es sein? Kann es sein, ich sehe irgendwie den männlichen Kettensägenkerl nicht? Ah, hier. Ja, genau, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Warum auch nicht, oder Ashley? Komm. Natürlich ist da noch so einer. Warum denn auch nicht? Okay, wir haben es geschafft. Hui, schön war's. Das ist Action hier. Das ist Gänsehaut. Ganz großes Kino. Ich bin im Arsch. Psychisch, aber auch munitions- und heilungstechnisch vor allem. Der Mod ist zu viel für mich. Nee, ich finde, ehrlich gesagt, habe ich voll Spaß. Ich finde den sehr cool. Aber der ist schon, ganz schön nervenaufreibend. Also ich bin froh, dass wir nur, unter Anführungsstrichen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gestartet sind. Auf dem harten Schwierigkeitsgrad. Und jetzt kann ich die Tür öffnen. Auf quasi dem Hardcore-Äquivalent wäre das, glaube ich, nichts gewesen. Für den ersten Run. Ich glaube, das wäre eine blöde Idee gewesen. Ansonsten schauen wir mal, ob wir es noch öfter als einmal durchspielen. Ne? Ich tendiere dazu eher nicht. Außer, die haben den Plugger Removal Laser noch hinzugefügt hier. Dann überlegen wir mal. Okay, abgesehen von dem Schatz, den ich leider nicht looten kann, haben wir es jetzt. Dann gehen wir weiter. Die Passage kann man übrigens eigentlich, wenn man so einen S-Plus-Run oder so machen will, super leicht skippen. Man kann nämlich einfach gezielt eben mit einer Armbrustfalle... warte mal. Achso, hier. Die eine von den beiden Bellas ist das ganz gezielt töten, damit man die Kurbel möglichst schnell kriegt. Und dann einfach hierher laufen, eine Blendgranate über den Zaun werfen und dann hat man gemütlich Zeit, um das Tor aufzukurbeln und kann einfach abhauen. Aber wie gesagt, der Mod hier will ja auch, dass wir die schweren Bosse töten, weil die wertvollen Loot droppen. Weil die einzige Möglichkeit sind, wie man Schätze kriegt, wie man teilweise Koffer-Upgrades kriegt und so weiter und so fort. Das heißt, wir sollten uns das da echt nicht entgehen lassen, was uns die Bosse hier droppen. Na, was los? Zack. Wäre schade drum. Okay, haben wir alles anscheinend. Käfer. Jetzt bin ich gespannt, ob die Stelle schlimmer geworden ist. Na wunderbar. Können wir eigentlich schon aufhören. Oh Gott, ja, sie ist schlimmer geworden. Die haben hier Wölfe dazu. Okay. Einfach durchlaufen wird wahrscheinlich nicht mehr reichen hier an der Stelle, leider. Schade, das war immer schön. Ich hatte da schon meine Route. Was ist, wenn ich einfach weiterlaufe? Nein, dann bin ich Game Over. Shit. Hätte ja sein können. Hätte sein können, dass ich dann gewinne. Aber ja, nee. Okay. Gut. Dann müssen wir mal gucken. Die Stelle ist ein bisschen schwieriger. Finde ich nervig. Los geht's. Ein paar gezielte Schrotflintenschüsse werden schon reichen. Ach ja, genau. Laufen wir vielleicht in die richtige Richtung, ne? Was zur Hölle, habt ihr das gesehen? Da war der aus dem Mod, aus der Demo. Da war der verrückte Kettensägenkerl aus der Demo. Der ist über die Brücke gelaufen, aber irgendwie ist die Brücke explodiert. Ich habe keine Ahnung, was das war.
Holy shit, aber auf jeden Fall gar nicht so schlimm, ne? 2, 3 Schrotflintenschuss, alles gut, aber was war denn das am Ende mit dem, ist der jetzt tot? Ist der da runtergefallen? Liegt jetzt da irgendwie super epischer Loot? Hätte ich den töten sollen? Oh Gott, nein, ey. Ich bin froh, dass wir die Stelle so easy geschafft haben. Hör zu, er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf. Hör zu, er ist hinter dir her. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Geh weg. Ich hab damit überhaupt nichts am Hut. Ich bin nur zufällig hier. Ich suche eine andere Ashley. Gashley Ahem. Die Tochter des Residenten. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Das ist eine Verwechslung. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Was habe ich denn da Schönes entdeckt? Bling. Jederzeit willkommen. Nee, wisst ihr was? Stopp. Stopp, halt. Ich heb mir die auf. Setzen wir einfach 2 rote ein. So, ist auch gut. Willkommen. Machen wir den Edelstein, den sehr teuren, lieber in den wertvolleren Basisschatz. Besten Dank. So. Kugelsichere Weste reparieren, das frisst immer so viel Geld, aber es geht ehrlich gesagt eigentlich. Ein paar Vorratskäufe, gute Entscheidung. Und ich glaube ehrlich gesagt, statt jetzt irgendwas zu tunen, weil der Schaden ist schon überall maximal und das ist die Hauptsache, werde ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen hier Schießpulver und so Zeugs einkaufen. Das Schießpulver ist spottbillig, da decken wir uns jetzt mal ein bisschen ein. Ich meine, ohne Witz, 10 Stück für 100 Gold, das ist gar nichts. Besser zu gut vorbereitet. Der Händler findet es auch gut anscheinend. Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremder. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Ich kaufe jetzt das mal leer hier einfach. Gute Entscheidung. Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremder. Sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich in Zukunft einfach ein bisschen. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Können wir jetzt in Zukunft einfach ein bisschen Munition craften, wenn wir brauchen. Na schön, Leute, machen wir für heute Schluss. Morgen, Bosskampf und Ende, Kapitel 1. Ich nenne es immer Kapitel 1. Für mich hat das Spiel 3 Kapitel. Ihr wisst schon, was ich meine. Ende Dorfplatz. Schön, dass ihr dabei wart. Hab mich gefreut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Adios.